Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Reisen. Ja, Reisen ist natürlich erstmal was Schönes und gerade wenn du als DJ die Möglichkeit hast, im Ausland aufzulegen oder eben auch an einer anderen Stelle in deinem Land, dann ist es ja eigentlich eher was Erfreuliches. Du siehst eben das Land, du bist auf Reisen. Das ist eher was Positives, aber es ist natürlich immer noch ja, ein Arbeitsgang. Und insofern kann man das vielleicht mit einem Städtetrip noch irgendwie verbinden, was auch immer. Aber trotzdem ist es in erster Linie Arbeit und du hast auch oft noch was zu tun. Und insofern hier alles um das Thema Reisen für DJs. Absolut Vorsicht bei Streiks, Unwettern, Stau, Verspätungen, was es auch ist, was dir da in die Quere kommen könnte. Hier musst du das wirklich alles im Hinterkopf behalten. Und höllisch aufpassen, denn wenn du auf einmal am Bahnhof stehst und dein Zug fällt aus oder eben hat eine Verspätung oder du weißt, dass es Streiks gibt, dann kannst du hier eben noch reagieren und eine Ausweichmöglichkeit suchen, wie du zu deinem Gig kommst. Wenn du hier leichtfertig einfach zum Bahnhof gehst und ja, dann eben auf einmal erst feststellst, dass gerade Streiks sind oder dein Zug ausfällt, dann kann es unter Umständen schon zu spät sein, überhaupt noch pünktlich zu kommen. Und das geht natürlich gar nicht, denn du hast eine Verantwortung gegenüber dem Veranstalter und dem Publikum. Und das ist kein ja, Besuch bei der Familie. Insofern darf dir das nicht passieren, dass du hier wegen sowas dann nicht zu deinem Gig kommst. Immer einen Zeitpuffer einplanen. Denn zu den Punkten hier oben kann es ja auch einfach noch passieren, dass du mal irgendwas vergisst. Oder irgendwas anderes läuft schief, da gibt es ja wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, was passieren kann. Und genau aus diesem Grund musst du immer einen Zeitpuffer einplanen. Und Zeitpuffer sind keine 5 Minuten, keine 10 Minuten, sondern mal mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar noch mehr, die du eben Zeit hast, um ja, deine Reise auch sicher und in Ruhe hinter dich zu bringen. Sei es jetzt mal, dass mit dem Auto irgendwas spinnt, oder eben du hast einen Stau und so weiter. Es ist ja egal, welches Fortbewegungsmittel du wählst. Du musst hier auf jeden Fall einen ordentlichen Puffer einplanen. Du hast vielleicht noch die Möglichkeit, dich auf der Fahrt auszuruhen. Das knüpft an unsere letzte Lektion an und solltest es dann auch wahrnehmen, insofern du nicht dich vielleicht noch für deinen Gig vorbereiten musst. Und vielleicht hast du einfach ein Nackenkissen dabei, machst nochmal einen Powernap. Vielleicht musst du sogar länger fahren, dann kannst du sogar noch länger schlafen, insofern du in der glücklichen Situation bist, dass du das Auto nicht selber fahren musst. Oder wenn du im Zug sitzt, natürlich auch genau dasselbe. Und von daher eben kannst du die Zeit nutzen und du machst eben vielleicht nochmal ein kleines Schläfchen oder bereitest dich auf deinen Gig vor. Gerade wenn du hier nochmal neue Musik kurz vorher dir gekauft hast, dann musst du dir in deine Mediathek einpflegen oder du hast ein bestimmtes Set, das du vorbereitet hast, dann kannst du hier noch ein bisschen daran feilen, die Tracks halt genauer vorbereiten. Wie du das machst, dann eben auch im Kurs Bookingsjahr unter der Lektion vor dem Gig. Und wenn du dann in der Planung, also der Vorbereitung des Gigs bist, dann schau, dass du klare Absprachen triffst. Denn es gibt nichts Nervigeres, als wenn du schon zu einer ja, laufenden Veranstaltung kommst und dann im Chaos nicht mehr durchblickst, weil du nicht weißt eben, wer ist für dich verantwortlich, wer ist der Veranstalter, wer hat hier was zu sagen, denn oft ist der Kontakt ja per E-Mail oder Telefon, also du weißt gar nicht, wie die Person aussieht und deswegen ganz, ganz wichtig, wen du triffst, wann du diese Person triffst und wo du sie triffst, am besten halt eben was ausmachen, was man auch gut findet und gut sieht. Und dann lässt du dir auch noch die Handynummer von diesem Ansprechpartner geben. Oder wenn du nicht mit der Person das direkt ausmachst, mit der du dich triffst, lässt du dir halt eben die Handynummer von der verantwortlichen Person dann später vor Ort geben. Das ist eben ganz, ganz wichtig, dass es hier nicht ja, zu unnötigen Verzögerungen kommt, weil du durch die Stadt irrst, weil du den Club nicht findest. Oder eben, wenn du dann in der großen Location angekommen bist, dass du hier auch nicht weißt, bei wem du dich jetzt ja, melden kannst, dass du da bist, dass du aufbauen kannst, denn es ist ja auch ganz klar, dass das DJ-Pult nicht für jeden einfach immer so zugänglich ist und ja, du vielleicht auch an der Tür eben schon klar machen musst, dass du der DJ bist. Deswegen ist das ein wichtiger Punkt.
Wir haben dir noch eine Checkliste angehängt im Booking-Kurs und diese solltest du hier auf jeden Fall auch wieder benutzen, denn du hast ja vielleicht nicht nur eine Checkliste für dein Equipment, sondern eben auch noch eine für deine Reise. Es gibt auch nichts Nervigeres, als wenn du dann eben nach deinem Gig ins Hotel kommst und du hast deine Zahnbürste vergessen oder irgendwas anderes Wichtiges, was du eben unbedingt brauchst. Das sind Sachen, die kann man auf jeden Fall vermeiden. Das hat auch nichts mit Dummheit zu tun, dass man sich so eine Liste schreibt, sondern das ist einfach nur effizient, wenn man so eine Liste hat, wenn man die schnell abarbeiten kann und du kannst sicher sein mit ruhigem Gewissen eben losfahren, weil du weißt, du hast alles dabei. Wichtige Reiseutensilien sind für DJs auf jeden Fall eine Powerbank, denn gerade vor deinem Gig wirst du auch viel am Handy sein, weil du auf Social Media nochmal was postest, du musst mit Leuten was abklären und so weiter. Dein Handy wird hier viel benutzt und wenn du dann eben vielleicht sogar noch einen Livestream von deinem Handy machst oder was auch immer, brauchst du definitiv Akku und da ist eine Powerbank ein ganz wichtiges Utensil. Für die Reise können Noise-Cancel-Kopfhörer ein sehr geniales Tool sein, denn wie der Name schon sagt, können diese eben die Umgebungsgeräusche ausblenden, wenn du zum Beispiel im Flugzeug sitzt oder auch im Auto und im Zug, wo es halt sehr laut auch schon mal um dich rum sein kann, dann ja, ist das wirklich ein wahrer Segen, wenn man solche Kopfhörer besitzt. Essen und Trinken ist irgendwie auch ganz klar, wenn du länger unterwegs bist, hast du logischerweise mal Durst, pack dir am besten noch was zu snacken ein und dann bist du hier auch auf der sicheren Seite, dass du auch gut gelaunt ankommst, weil du an alles gedacht hast und gut versorgt bist. Ganz klar auch, wenn du dich vorm Gig nochmal frisch machen möchtest, möchtest dir vielleicht die Haare richten oder fühlst dich halt ja nicht so ganz frisch von der Reise, dann sind das Sachen, die du definitiv auch dabei haben solltest. Sowas gibt es ja auch in kleineren Größen, von daher sollte das auch kein Problem sein. Und auch Bargeld und die Kreditkarte müssen definitiv dabei sein. Du weißt nie, was passiert, was du mal brauchst, ob alles eben so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Und wenn natürlich auch alles nach Plan läuft, hast du ja trotzdem vielleicht noch den Wunsch, dass du dort, wo du bist, nochmal was kaufen möchtest, was auch immer. Deswegen, das muss natürlich auch immer mit dabei sein. Wenn du mit dem Auto reist, dann hat es einige Vorteile. Und zwar kannst du ja immer die direkte Route zu deinem Gig nehmen, ohne Zwischenstopps. Das ist ja nicht wie beim Zug, der vielleicht dann in jeden kleinen Kaff hält und eben noch so einen Schlenker fährt. Du fährst mit deinem Auto direkt zu deinem Gig und falls mal was schief läuft, es gibt einen Stau, einen Unfall und so weiter, dann kannst du ja auch ausweichen oder irgendwas anderes passt nicht. Also du kannst deine Route schnell nochmal anpassen und ja, bist so hoffentlich, es sei denn, es gibt natürlich irgendwie einen krassen Stau oder eine Vollsperrung und du kommst dann nicht mehr von der Autobahn runter, bist du natürlich eher flexibler. Du hast auch viel Platz im Auto, kannst also viel Equipment mitnehmen und ja, das alles so verstauen, wie es dir passt und musst auch keine Angst um Diebstahl oder Verlust haben. Wenn du hier mit der Bahn fährst, wird es natürlich schwierig und mit dem Flugzeug noch viel eher, dass du da haufenweise Kram einpackst und hier auch immer den Überblick zu behalten, ist schwierig. Kontra ist definitiv, dass du als Fahrer die Fahrzeit nicht nutzen kannst, insofern du halt länger fahren musst, geht dir diese Zeit mehr oder weniger einfach verloren. Du kannst zwar Musik hören, okay, aber am Laptop nochmal Tracks vorbereiten oder eben dein Plattencase nochmal durchgehen, was auch immer du machen möchtest, das geht logischerweise nicht. Autofahren ist auch verhältnismäßig teuer. Wenn man vielleicht nur den Sprit rechnet, dann kommt man vielleicht gar nicht auf so einen hohen Betrag, aber was du ja eigentlich machen musst, ist, dass du generell auch noch die Abnutzung und die Versicherung und alles, dass du das hier auf diesen Kilometerpreis noch mit einbeziehst und da gibt es auch Tabellen zum Beispiel vom ADAC, wie viel dein Auto kostet pro Kilometer und da landest du definitiv bei einem Preis, wo sich normalerweise auch die Bahnfahrt, wenn du frühzeitig buchst, mehr lohnt, weil natürlich günstiger. Wenn du eben mit der Bahn fährst, dann hast du die tolle Möglichkeit, dass du immer eine Toilette und vielleicht auch ein Bordrestaurant eben mit an Bord hast. Das sind natürlich sehr entspannte Geschichten. Beim Autofahren kannst du nicht einfach mal aufstehen und durch die Gegend laufen oder eben wenn du aufs Klo musst, dann muss das Auto anhalten. Der Zug fährt einfach weiter. Außerdem WLAN und Strom sind auch noch tolle Möglichkeiten, die dir das Arbeiten deutlich erleichtern werden. Und eben, du kannst arbeiten, du kannst die Fahrzeit gut nutzen und das ist für DJs
eigentlich ein wichtiges Pro-Argument, denn ja, jede Vorbereitung, du kannst dich eigentlich nicht genug vorbereiten, ist wichtig. Contra ist halt insofern schwierig, dass dein Zielbahnhof normalerweise ja nicht auch deine Ziellocation ist. Das heißt, du musst von dem Bahnhof dann nochmal dahin kommen, wo du eigentlich spielst. Da ist dann immer die Frage, fährt dann noch eine U-Bahn oder musst du dir ein Taxi nehmen, das ja dann auch wieder Geld kostet, holt dich vielleicht jemand ab, das wäre natürlich ein schöner Luxus. Das sind halt Sachen, die musst du noch organisieren, die kosten eventuell Geld, die kosten Zeit und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Kontraargument. Und ein großes Problem ist auch eben diese höhere Gewalt, wenn mal Streiks sind, wenn es Ausfälle gibt, Unwetter und so weiter, dann ja, stehst du da. Meistens irgendwo am Bahnhof, manchmal vielleicht auch mitten in der Prärie, aber auf jeden Fall stehst du und du kommst nicht mehr voran. Und eine Alternative dann immer auf die Kürze aufzutreiben, wird auch schwierig. Beim Flugzeug ist es natürlich ein ganz großes Argument, dass du schnell vom Fleck kommst. Üblicherweise lohnt sich ja Fliegen auch klar nur über größere Strecken. Vielleicht fliegt jemand schon von Berlin nach München, aber eben von München nach Stuttgart ist schon eher unnötig. Und insofern ist es natürlich genauso unnötig, mit dem Zug von München nach Portugal rüber zu fahren, wenn du da einen Gig hast. Da wirst du logischerweise in den Flieger steigen. Deswegen ist das Flugzeug auch nicht unbedingt immer eine Konkurrenz zu den anderen beiden Varianten. Denn eben das Flugzeug nimmst du nur für längere Strecken und dann bist du damit auch klar ganz viel schneller als mit den anderen beiden. Genauso wie in der Bahn kannst du auch im Flugzeug gut arbeiten. Kommt drauf an, manchmal hast du vielleicht sogar noch Internet, aber in der Regel eigentlich eher nicht. Trotzdem eben kannst du ja gut arbeiten und die Zeit nutzen. Contra ist dann, dass klar der Check-in und alles, was dazugehört, eben die Sicherheitskontrollen, das dauert alles sehr lange am Flughafen. Deswegen kannst du ja nicht einfach nur die reine Flugzeit rechnen. Und unter Umständen, wenn du Pech hast, kann es sogar sein, dass der Zug von München nach Berlin im Endeffekt, wenn man von Haustür zu Haustür rechnet, schneller sein wird als das Flugzeug, weil eben drumherum noch sehr viel dazukommt. Ein großes Problem ist auch, dass gerade DJ-Gepäck sehr im Auge von Dieben ist am Flughafen. Deswegen verschwindet hier leider gerne mal ein Plattencase oder ähnliches. Und das ist natürlich dann ein totaler Super-GAU, weil wenn du dann am besten noch in ein anderes Land geflogen bist und auf einmal ohne deine Musik dastehst, dann kommst du da so schnell nicht mehr ran. Wenn du in deine Nachbarstadt gefahren bist, dann kannst du vielleicht noch mal andere Platten holen. Aber das ist natürlich dann schon ein ganz großes Problem. Hier hilft es, wenn du das Ganze als Handgepäck ja, mitnimmst in den Flieger. Dann hast du da auch eigentlich immer ein Auge drauf. Wobei es natürlich auch eben immer begrenzt ist von der Menge. Also du kannst keine drei riesen Reisekoffer mit ins Handgepäck nehmen, ganz klar. Üblicherweise eben kein Internet. Das ist dann eher noch ein Pro-Argument für den Zug oder eben wenn du auch ein großes Datenvolumen hast, dann kannst du es natürlich auch im Auto benutzen, aber im Flugzeug auf jeden Fall nicht. Eine Versicherung kann hier auf jeden Fall Sinn machen, eben gegen Diebstahl, gegen Verlust, denn es ist ja nicht so, dass du das einfach nur zum Auflegen brauchst, sondern meistens kostet das Equipment und deine Plattensammlung ja auch einen Haufen Kohle und ja, wenn sie dann schon mal weg ist, dann kriegst du da wenigstens das Geld wieder. Eventuell ist da sowas sogar inkludiert, wie ja eine Art Ausfallversicherung, dass du eben deinen Job nicht ausüben kannst. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Einfach nur für dich als Tipp eben, wenn du viel fliegst und mit viel teurem Equipment oder eben einer großen Plattensammlung immer unterwegs bist, dann kann das definitiv Sinn machen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.